Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI 2-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Tag 2 mit dem Mini-DLC 3 hier von Düsseldorf, dem Mini-DLC. Wir schauen uns heute die Linie 733 an. Wir fahren das Ganze hier von Staufenplatz und fahren das Ganze in die Mercedesstraße. Aktuell geschildert hier die Derendorf. Und ja, dementsprechend ein großes Dankeschön an Projekt Gladbeck, die uns hier einen Key bereitgestellt haben, damit wir euch das Ganze hier selbstverständlich wieder zeigen dürfen. Dementsprechend... gibt es einen kurzen Trailer und oben links seht ihr wieder, das Ganze ist hier aktuell noch in einer Beta-Phase. Dementsprechend würde ich sagen, wir sind soweit fertig, wir können losfahren und schauen uns doch diese Linie direkt mal an. Auch hier ungefähr 20, 25 Minuten, wir haben hier knapp 10 Haltestellen, also das sollte heute eigentlich, wenn alles passt, wieder eine entspannte Fahrt werden. Naja, entspannt halt immer noch Beta und so weiter und so fort, da können immer noch ein paar Fehler drin sein. Los geht's, wir steigen ein, wir haben noch 5 Minuten. Und ja, dementsprechend Gang rein, Handbremse raus, los geht's. Mein Headtracking ist wieder nicht an. Großartig. Das funktioniert immer super. Ich muss es immer jedes Mal neu starten. So. Wir fahren jetzt hier einfach mal schlichtweg jetzt hier raus. Die Heimat von Borussia Düsseldorf. Ah ja, Faszination Tischtennis. So, wir dürfen. Und dementsprechend sind wir wieder hier. So. Hallo? Hallo. Ein Erwachsenen-Ticket bitte. Ihr müsstet durchlaufen. Danke. Guten Tag. Schönen guten Morgen. Hallo. 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 Ich habe mal auch den Ton mal ein bisschen lauter gemacht. Gefühlt war der einfach viel zu leise. Ich weiß nicht warum. Guten Tag. Ich glaube, ich brauche Preisstufe A. So, 3,5 Minuten haben wir noch. Liebe Fahrgäste, bitte helfen Sie mit. Tragen Sie im Bus, Bahn und an Haltestellen einen Mund-Nasen-Schutz. So schützen wir uns alle gemeinsam. Vielen Dank. Dear passengers, to protect yourself and others, we ask you to please wear a protective mask covering your mouth and nose on buses, trains and at bus stops and stations. Thank you very much. Much. Ja. So haben wir natürlich auch an die Sicherheit gedacht hier, an unsere Fahrgäste. Die Ansagen, die werden natürlich nicht mitgeliefert. Die spielt der Wert der Phasis hier mit ein. Ja, also dementsprechend nicht wundern. Ja, falls ihr diese Ansagen bei euch vielleicht nicht drin haben solltet. Er kam gerade aus dem Urlaub und hat ein paar Ansagen aufgenommen. Dementsprechend, ja, können wir die natürlich hier gerne benutzen. Passt natürlich zu der aktuellen Lage halt, ne? Auch wenn es halt immer noch ein bisschen heftig ist, immer noch darüber noch zu reden. Aber nicht, dass ihr euch wundert, dass diese Ansagen bei euch nicht dabei sind. Ja, also das Ganze ist nicht offiziell. So, ich glaube, wir können los. Es bewölkt heute ein bisschen. Pfeile, hatte ich die an? Nö.
Einfach mal auf gut Glück rausfahren. So, App zum Ticket. Mobil in Düsseldorf. Ist da immer noch drin? Ich dachte, das ist nicht drin. Weil ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen getestet. Man kann ja die Objekte, die sind ja teilweise... Eine Tageskarte in der Preisstufe A, bitte. Auf der normalen Düsseldorf-Karte drauf. Da habe ich tatsächlich diesen Fehler nicht. So, 80... Guten Tag. Guten Tag. Preisstufe B, A, bitte. Hallöchen. Morgen. Hallo, so viel wollte ich von Ihnen jetzt auch nicht zurück. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder zu viel rausgegeben. Nimm einfach. Pech gehabt. Eins. Oh, warte mal, jetzt muss ich mal kurz mal umschalten hier. Das ist aber das Problem, du kommst hier. Na, warte mal, vielleicht kommen wir doch so hin. Müssen wir mal so ein bisschen rüber, ja. Jetzt leider kein Rückgeld. Naja, gut, dann ist es so. So, hier können wir jetzt mal kurz mal hier die Zeit noch ein bisschen vorspulen hier. So. Jetzt kommt da natürlich alle noch. Das war gerade ein bisschen knapp. So, also einsteigen. Guten So, dann kommt da rein. Schön. Einmal Preisstufe A. Meinen Sie nicht, dass das ein wenig viel ist? Was ist denn jetzt schon wieder? Zusätzlich, ich will mich ja nicht beschweren. Aber so ganz richtig ist das nicht. Ach so. Was ist denn los mit Ihnen? Stimmt was nicht? Schlafen Sie etwa? Oder mein Gott, das sind hier 10, 2, 4, 6. Mann. So, wir wollen aussteigen. Jo. €2,90 kostet das. Irgendwie 2,80 gelesen. Mörsenbrucher Weg. Liebe Fahrgäste, bitte helfen Sie mit. Tragen Sie in Bus, Bahn und an Haltestellen einen Mund-Nasen-Schutz. So schützen wir uns alle gemeinsam. Vielen Dank.
Dear passenger, to protect yourself and others, we ask you to please wear a protective mask covering your mouth and nose on buses, trains, and at bus stops and stations. Thank you very much. So. Denn alles aussteigen, einsteigen gehen. Einfach drüber laufen. Ich habe den nicht gesehen, ne? So die Max-Halbe-Straße. Guten Tag, lieber Fahrer. Wie die hier einfach über die Straße laufen. Großartig. So, alles aussteigen. Heinrichstraße. Die Heinrichstraße. So, da kommt ja auch schon als nächstes die Mercedesstraße. Und da sind für uns Endhaltestelle. Aber man fährt praktisch genau den gleichen Weg halt mit dem Metro. Bloß, dass man hier halt wiederum jede Haltestelle anfährt. An sich eine ziemlich cool. Also ich fand das Stück jetzt ziemlich nett. Finde ich auf jeden Fall sehr angenehm. Die wird aber wahrscheinlich noch weitergehen. Das wäre natürlich interessant. Ob hier noch was passiert, ob man diese Linie zum Beispiel dann auch noch mal ein bisschen verlängert oder sowas, oder ob die dann halt halb fertig bleibt, fände ich persönlich ein bisschen schade. Wiederum kann ich wieder verstehen, dass die wahrscheinlich dann wieder mit anderen Linien anknüpft, ja, und dementsprechend ist das wahrscheinlich ein Projekt, was ja nie endet, ja, da könntest du wahrscheinlich dich zu Tode bauen. Und dementsprechend. So mal, wenn man es mal denn ehrlich nimmt, wie viele Mini-DLCs soll es denn noch geben denn halt, ne?
Da haben wir die Heinrichstraße. Guck mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bin, ich höre nichts mehr von dem Bus. Es wäre jetzt mal interessant, ob das jetzt echt jetzt am Bus liegt oder wieder am Setting. Hat der ja vor einigen Folgen ja erzählt gehabt, dass ich ein Windows-Update gemacht habe, ja. Und seitdem gefühlt einfach alles bei mir verstellt wurde. Mega lästig, ja. Das nervt mich dann immer, weshalb ich denn so diese Windows-Updates immer so lange rauszögere, bis dann irgendwann mal so richtig denn so, weißt du, wo sie richtig penetrant sind. Du musst jetzt. Nein, ich will nicht. Du musst. Nein, ich will nicht. So. Ja, also das hier zum Beispiel, ne, das ist klar, ne, das muss ja gefixt werden. Bitte fahren jetzt. Haben Sie wieder Verspätung? Interessant, ich habe ein grünes Fahrzeug, also ich habe Fahrtsignal, ja. Und der Gegenverkehr fährt. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. So, und damit endet unsere Fahrt. Das war es zumindest jetzt mit dem Mini-DLC. Wir haben uns jetzt die M2 angeschaut, die 733. Wie gesagt, das erwartet euch dann alles hoffentlich mit weniger Fehler. Ja, wir haben ja uns denn dementsprechend, hatte ich ja gesagt gehabt, uns nochmal anschauen, sobald das Ganze dann dementsprechend released wurde. Ne, das der Mini-DLC, da werden wir das Ganze nochmal drüber schauen. Und dann kann man dementsprechend ja halt einfach mal gucken, ja, wie sieht es denn aus? Hat sich da was getan? Hat sich da eher weniger was getan? Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ich bedanke mich hier nochmal an Projekt Gladbach für das Bereitstellen des Keys, dass wir euch das Ganze anzeigen konnten. Oben links habt ihr die ganze Zeit gesehen, dass das Ganze noch eine Beta ist. Falls jetzt hier nochmal Beschwerden kommen sollte, immer da oben links in die Ecke gucken. Da seht ihr das Ganze. Und sonst, ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like dalassen. Ihr könnt auch gerne nette Worte dalassen für Projekt Gladbeck, falls euch das Mini-DLC gefällt. Denn, denke mal, wird das auch sehr gerne gelesen. Dementsprechend bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass wir uns zum nächsten OMSI-Party wiedersehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.